Den 8. Juni 1812. Ich empfange Nachrichten von dir, meiner Freundin. Ja, du seid mit dem größten Interesse. Die Wälder werden, ich hoffe es, dir gut tun. Und mit vielem Vergnügen werde ich dich zurückkehren sehen. Zweifle nie an den Anteilen, den ich an dir nehme. Die Sachen, von welchen du mir gesprochen, werde ich besorgen. Guten 20. Juni 1812. Eben empfange ich denen Briefe von 12. Juni. Ich sehe kein Hindernis, dass du nach Malmesen, mal in der Wiese Königin gehst. Du wirst sehr wohl tun, inkognito zu reisen. Du wirst viel Hitze auszustehen haben. Ich bin vollkommen gesund. Eugen befindet sich wohl und führt sich sehr gut auf. Zweifel nie an meiner Teilnahme und meiner Freundschaft. Triover, den 25. August 1813. Deinen Brief habe ich erhalten. Ich ersehe daraus mit Vergnügen, dass du gesund bist. Ich bin auf ein paar Tage in Trianon und denke, von hier nach Compiègne zu gehen. Ich bin vollkommen wohl. Bringe Ordnung in deine Angelegenheiten, gib nicht mehr als 1.500.000 Franken aus und lege jährlich ebenso viel beiseite. Dann hast du in 10 Jahren einen Fonds von 50 Millionen für deine Enkel. Es ist ein süßes Gefühl, ihnen etwas schenken zu können, ihnen nützlich zu sein. Stattdessen sagt man dir, dass du Schulden, das wäre sehr schlecht von dir. Beschäftig dich mit deinen Angelegenheiten und gib nicht jedem, der etwas haben will. Wenn du mir gefallen willst, so handel, so dass ich erfahre, dass du dir einen großen Schatz gesammelt hast. Urteil selbst, was ich für eine schlechte Meinung von dir haben musste, wenn ich dich mit 3 Millionen jährliche Revenuen, die noch verschuldet wusste. Adieu, meine Freundin, bleib gesund. Freitag, 8 Uhr morgen. 1813. Ich wünsche sehr erfahren, wie du dich befindest, denn Hortensie hat mir gesagt, dass du gestern betrachtgierig gewesen. Ich war wegen deine Schulden sehr aufgeregt gegen dich. Ich will durchaus nicht, dass du Schulden haben sollst. Ich hoffe im Gegenteil, dass du jährlich 1 Million beiseite legen wirst, um sie deinen Enkel zu geben, wenn diese sich verheiratet. Desinungeachtet, zweifle nie an meiner Freundschaft für dich und gräme dich deshalb nie. Adieu, meine Freundin. Melde mir, dass du wieder voll bist. Man sagt, dass du so dick und fett wie eine gute Päckterin in der Normandie wirst. Das Ende.